Ich habe eine Karosseriespengler-Lehre gemacht, eine vierjährige. Währenddessen hatte ich einen Autounfall und ist mir eine Bandscheibe gerissen. Und dadurch ist dann der Entscheid gefällt worden, dass ich eine Umschulung machen muss. Und habe ganz normal wie die anderen Lernenden 100% gearbeitet. Innerhalb von einem halben Jahr hat man schon feststellen, dass es mir gesundheitlich schlechter geht, da ich Zeit nicht gefunden habe, meine Gesundheit aktiv zu sein. Ich habe spezielle Begleitung durch das Case Management. Die Ausbildner haben entschieden, dass ich ab jetzt nur noch 80% arbeite und täglich die 2 Stunden weniger dafür nutze, mich gesundheitlich wieder auf Vordermann zu bringen. Und dadurch habe ich es eigentlich geschafft, dass ich gesundheitlich sowie beruflich auf einem guten Weg bin. Die Orientierung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat eine sehr lange Tradition bei der Baloise. Das habe ich bereits vor über 20 Jahren als Trainee erfahren, dass man hier Möglichkeiten hat, auch ganz unterschiedliche Arbeitsmodelle auch in unserem Unternehmen. Und sicherlich in den letzten Jahren auch mehr dann Richtung Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns verändern. Ich habe vor 17 Jahren angefangen bei der Basler Versicherung als Fachspezialistin in Einzellebensversicherung und als Line Manager. Ich trage die Verantwortung für 45 Personen in der Gruppe IT, in Personalbelange. Meine Arbeit mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement ist auf einer sehr vertraulichen Basis. Man kann sprechen, man kann erklären, es bleibt in diesem Team. Sie nehmen das gern entgegen, weil innerhalb von den Unternehmen wir haben viel Erfahrung gesammelt für die Gesundheit von den Mitarbeitern. Ich nehme das Friendly Workspace sehr positiv wahr. Also ich als Mitarbeiterin, ich spüre, es wird sehr viel gemacht. Es gibt so viele Angebote. Man hat Mitspracherecht. Man ist nicht nur eine Nummer. Man hat wirklich die Chance, sich zu weiterbilden. Man wird wertgeschätzt. Natürlich muss man auch Arbeit leisten, man ist immer noch da zum Arbeiten. Aber was man merkt, man will auch bei der Entwicklung etwas beitragen bei den Leuten. Wir haben das Privileg, dass wir eine vollamtliche Ausbilder beschäftigen hier am Hauptsitz. Das heisst, wir haben wirklich Zeit für unsere Lernenden, sie weiterzubringen, sie weiterzuentwickeln. Wir fördern hier sehr die Eigeninitiative und Selbstständigkeit. Man wird als Mitarbeiter wahrgenommen, man wird geschätzt, man wird weiterentwickelt und das spürt man durch alle Bereiche.